Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video in der Schritt für Schritt PS5-Reihe. Wir hatten uns jetzt schon das Hauptmenü jetzt angeguckt mit der Karteikarte Spiele, wo wir gerade drin sind, mit Medien. Wir hatten uns die Lupe angeguckt, also die Suche. Wir waren beim Profil drin. Wir haben uns auch den Shop schon angeguckt. Jetzt fehlt uns jetzt nur noch, bevor wir denn zu Einstellungen kommen, die Spielebibliothek. So, da sind wir jetzt auch drin. Wir haben hier mehrere Karteikarten, einmal installiert, deine Sammlung, PlayStation Plus und PlayStation Now. Am Anfang, ich bin ja diesmal nicht dazu gleich gekommen, von Anfang an ein Video zu machen zum PlayStation 5 Menü und allem drum und dran. Hier hat sich schon geändert, dass installiert war nämlich vorher hier. Da habe ich die ganze Zeit drüber rumgemeckert. Das ist, wenn ich in die Bibliothek reingehe, um ein Spiel zu spielen, was halt, weil wir hier vorne nur 9 Spiele angezeigt kriegen, und dann erstmal so, hier, man landet ja gleich bei Spielen, seht ihr ja. Also wir landen ja nicht oben bei der Karteikarte. Und dann erstmal in meiner Sammlung bin. Also das heißt, Sammlung, alle Spiele, alle PlayStation 5 Spiele, alle PlayStation 4 Spiele, die ich jemals gekauft oder mit PlayStation Plus bekommen habe. Ist too much, das ist zu viel. Man kann zwar dann den Filter anschmeißen und durchsuchen, aber das ist Quatsch. Da ist es jetzt schon besser. Wir haben jetzt hier die installierten Spiele. Gleich als erstes. Deine Sammlung, wie gesagt, habe ich ja eben schon erklärt, ist alles drin. Und PlayStation Plus ist dann halt wieder als erstes die Collection, die kennen wir aus dem Store schon. Dann die monatlichen Spiele. Und deine PlayStation Plus Sammlung, also deine PlayStation Plus Spiele. 242 Spiele sind es. Das sind alle Spiele, die ich mit PlayStation Plus, ich habe damals so ein paar vergessen, aktiviert habe. Da können wir auch jetzt mal machen, einfach, wir haben jetzt neu nach alt. Wir können ja mal jetzt schneller alt nach neu machen. Da haben wir dann hier die PS4-Spiele, Outlast und so. Hier First Light. Das sind jetzt alles PS4-Spiele, die ich mit PlayStation Plus mal gratis bekommen habe. Und deswegen sage ich immer wieder, wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid für ein Jahr, vergesst die Spiele nicht zu aktivieren. Beziehungsweise jetzt in der jetzigen Zeit mit der PlayStation 5 ist es noch einfacher. Beziehungsweise mit dem Update der PS4 damals. Man kann die Spiele einfach sagen, in die Bibliothek packen. Man muss sie nicht mal runterladen. Vorher war das immer so, man musste, ja, und dann nein, ich will jetzt nicht runterladen. Oder der hat dann automatisch runterladen, muss man sagen, abbrechen, will ich nicht. Hier einfach in Bibliothek hinzufügen und dann kann man immer noch aussuchen, ob man sie runterladen will, jetzt oder später. Und da ist dann alles drin. Genau wie PlayStation Now. Falls ihr PlayStation Now habt, seid ihr hier drin. Dein Abo, mehr erfahren. Dann seid ihr dann hier im PlayStation Now-Bereich drin. Das ist auch so eine, integriert im System wie PlayStation Plus. Alles sehr schnell erreichbar. Hier auch wieder die Preise, was so neu ist. Vielleicht mache ich zu PlayStation Now da auch nochmal ein Video, aber ist ja Quatsch. So. Dann hier unten dann auch nochmal eine kleine Auswahl, was ich mal gespielt habe, über PlayStation Now runtergeladen oder online gespielt habe, also auf dem Server. Hier dann nochmal so eine kleine Auswahl. Und bei Sammlung halt, wie gesagt, ist alles drin, da können wir jetzt sortieren. Neueste, und dann gehen wir einfach mal auf PS3, steht deswegen drin, wegen PlayStation Now. Wir können keine PS3-Spiele runterladen oder irgendwas dergleichen. Also, sagen wir mal PS5. Und dann können wir nur auswählen hier, was wollen wir hier angezeigt, weil auch die PlayStation Now-Spiele werden hier angezeigt. Also, was ich im PlayStation Store gekauft habe oder mit PlayStation Plus bekommen habe. Oder, wenn ich PlayStation Now auch mal genutzt hatte, die PlayStation Now Spiele, die ich jetzt nicht mehr nutzen kann. Das wird hier alles angezeigt und das ist einfach zu viel. Wir sagen jetzt einfach mal nur PlayStation Store und PlayStation Plus. Neueste Plattform haben wir PS5 gemacht. Ja, und dann sind dann hier die PS5 Spiele.
Und das war's. Genauso funktioniert es dann aber auch mit den PS4-Spielen bei deiner Sammlung. Kann man auch sagen, hier Plattform PS4. So, und dann hat man dann halt hier alle PS4-Spiele drin. So, bei installiert sind natürlich die Spiele drin, die ich installiert habe. Hier zum Beispiel bei dem ist kein Symbol zu sehen in der rechten oberen Ecke. Hier ist ein Disk zu sehen. Das könnte ich jetzt kann ich jetzt nicht spielen, weil ich die Disk nicht drin habe. Da kommt dann eine Fehlermitteilung. Weil ich Assassin's Creed Valhalla die PS4-Version habe. Ich habe hier große Pakete gekauft und musste dann mit, musste dann zur PS5-Version updaten. Aber leider keine PS5-Fülle. Das ist installiert. Also wir haben hier auch jetzt nicht so Sachen, so ein Icon, das, oder es steht auch jetzt nicht installiert da, weil es ist in der Bibliothek und wir sind bei installiert drin. So. Wir machen jetzt aber mal nur PS5. So. Hier bei Call of Duty zum Beispiel. Wir haben jetzt nämlich auch jetzt neu, hier ist Konsole. Also Konsolenspeicher, die sind installiert auf dem Konsolenspeicher. Hier habe ich auch kein PlayStation Plus-Icon. Und hier haben wir dann auf dem erweiterten Speicher, da haben wir dann halt ein PlayStation Plus-Icon, weil es vom PlayStation Plus kam. Dann haben wir ein CD-Symbol, wegen der CD habe ich euch ja gesagt. Dann haben wir diese Tonne mit diesem USB-Symbol. Das heißt, es ist auf dem erweiterten Speicher. Ah ne, hier ist ja auch der erweiterte Speicher, den sieht man ganz schlecht daneben. Und bei A Plague 4 Tales auch. Hier sieht man es besser. CD und erweiterten Speicher. Also ich habe die PS4-Version, die PS5-Version, glaube ich. Ist ein CD-Spiel. Ich habe es aber die Installationsdatei, also alles, ein ganzes Spiel, auf den erweiterten Speicher geschoben, weil ich es momentan nicht spiele und zu groß ist. Genau wie hier, brauche ich aus dem Store. Erweiterter Speicher. PlayStation Plus habe ich es bekommen und ist im erweiterten Speicher. Das ist auch muss man nicht verstehen. So, genauso ist es dann halt mit PS4. So, das ist der Konsolenspeicher. Was, ich habe die PS4-Spiele im Konsolenspeicher? Nee, das ist auf dem erweiterten. Da ist die PS4-Version. Also das ist die PS5-Version, die im... muss man nicht verstehen. Und das ist halt der erweiterte Speicher. Also wie gesagt, meine externe Festplatte. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel drauf. Ich habe halt viel runtergelöscht. Ja, ich dachte, war, hab mir verguckt. Gut. Und ich finde es halt sehr übersichtlich gestaltet. Schade ist, dass man keine Ordner erstellen kann. Oder wenigstens in der Bibliothek halt Ordner erstellen kann, die halt dann gleich oben angezeigt werden. Dass man sagen kann, hier oben festhackern. Dass man dann hier so 3-4 Ordner hat, Online-Spiele, Rollenspiele, Shooter oder was weiß ich. Und dass man da dann halt gleich in den Ordner geht und da die Spiele drin sind. So muss man halt immer alles immer noch durchsuchen. Wenn man externen Speicher hat, kommt da schon einige zusammen. Ja, und das sollte jetzt soweit zur Bibliothek auch gewesen sein. Da ist jetzt nicht so viel drin im Untermenü oder so, wo wir jetzt noch ewig erklären müssen. Die Kategorien habe in der Bibliothek habe ich euch erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.